what I'm feeling about fate and destiny. The cold-blooded bringers of pain and misery. Tja, hallo Leute, wie ihr unschwer erkennen könnt, das sage ich übrigens immer, sitze ich hier mit dem Gerrit, dem Sänger von Tankard, der gerade den Gesang für die neue Scheibe RIB einsingt. Ja, Gerrit, wie läuft's bislang? Ich glaube, du bist jetzt seit Freitag hier oder so? Nee, ich bin jetzt den fünften Tag hier und ja, wir sind auch am fünften Song. So im Schnitt ein Tag pro Song. Dauert halt schon ein bisschen und ja, wird auch noch viel gefeilt und ja, es gibt immer auch mal wieder seitens des Produzenten, des Herrn Meinks, neue Ideen, wie man denn ein Refrain eventuell doch anders umsetzen könnte. Und ich bin ja ein sehr offener Mensch und dann wird alles ausprobiert. Manche Sachen werden hinterher wieder verworfen, so dass es ein bisschen länger dauert. Also es muss man sich schon so vorstellen, dass es nicht einfach so ist. Stell dich mal in die Kabine, sing den Song dreimal durch und wir schneiden uns das Beste raus. Also es ist schon viel Arbeit, aber es macht Spaß. Und ich hoffe, das Ergebnis rechtfertigt dann auch den Aufwand. Du bist im Hauptberuf ja, wie viele wissen werden, Sozialarbeiter. Du hast ja extra Urlaub, glaube ich, jetzt für die Recordings genommen, gell? Ich bin krankgeschrieben, seit 5 Tagen genau. Und wenn das gesendet wird, bin ich schon wieder gesund geschrieben. Nee, ich habe Urlaub genommen, wie für alle wichtigen Sachen für Tankard. Aber ich habe noch so viel Urlaub vom letzten Jahr. Überstunden auch, gell? Überstunden, Urlaub, kein Problem. Was gibt es zu den Texten zu sagen? Viele, die Tankard ein bisschen besser kennen, wissen ja, dass unser ehemaliger Gitarrist, der Andreas Bulgaropoulos und der Tankard-Rodi, der Harald Maul, seit einigen Jahren die Texte schreiben. Die Melody-Lines stammen vermutlich mal wieder von dir. Und die genau, die Vorgehensweise ist so, dass ich krieg halt Musik vom Andy, meistens auf CD gebrannt, mit 5, 6 verschiedenen Gitarrenparts. Das höre ich mir dann zu Hause in Ruhe an, mache mir meine Gedanken, dann treffen wir uns wieder. Andi hat ein kleines Studio, da wird ein bisschen was aufgenommen und wenn wir uns dann geeinigt haben, dann jo, wird der Song dann mit irgendwelchen Ghost-Lyrics, Satan is dying, bla bla bla, was halt da genauso hinpasst, ist grammatikalisch natürlich auch ein vollkommener Nonsens, losgeschickt und dann wird die Thematik ausgemacht und bei der Platte hat der Andy Bulgaropoulos 8 Songs geschrieben. Texte. 8 Texte geschrieben und auch noch den Refrain für einen Song beigesteuert. Also so, dass er auch noch irgendwie auf der Platte stark vertreten ist, auch gut so. Der ist da auch immer super auf Zack und hat da auch totalen Spaß dran. Und der Harald, trotz er jetzt zum zweiten Mal Vater geworden ist, hat er auch noch 2 Texte beigetragen. Wofür wäre sehr dankbar ist, wenn ich das alles alleine machen müsste. Ja. A, würde doch die Qualität sehr leiden und B, wüsste ich gar nicht, wann ich das auch noch machen sollte. Aber super, dass wir die Leute haben. Text ist diesmal komplett anders bei Tankard. Es gibt eine Mischung aus spaßigen und ernsten Sachen. Kannst du mal jeweils ein Beispiel nehmen, spaßig und ernstes Thema? Nein, das war eben ironisch gemeint, weil ich hatte bei der letzten Platte Interviews gegeben und dann hieß es irgendwie, wow, ihr habt ja sogar ernste Texte. Ich meine, wir machen seit der zweiten Scheibe, seit der Chemical Invasion 1987 auch ernste Texte. Ja, der Titelsong R.I.B., Rest in Beer, ist so ein bisschen eine Fortsetzung von Chemical Invasion, praktisch der dritte Part, Chemical Invasion Part 3 so ungefähr. Ja. Es geht wieder um den verrückten Professor. Dann haben wir aber natürlich auch ganz ernste Themen, wie zum Beispiel Warcry. Da geht es um Drohnen, die irgendwo durch die Luft fliegen und irgendwelche Leute umbringen, kleine Kinder anstelle von irgendwelchen Terroristen, wie es geplant ist. Es gibt Hope Can't Die, der ein bisschen etwas andere Song wahrscheinlich auf der Platte. Da geht es so um den Verlust eines lieben Menschen und die Gefühle, die man dabei hat. Also ist wieder eine. Dann haben wir auch einen Party-Rock'n'Roller-Song, der heißt The Party Ain't Over Till We Say So. Also wir bestimmen unser Ende selber. Der ist natürlich auch sehr witzig, so dass wir wieder eine ganz kunterbunte Mischung aus spaßigen und ernsteren Sachen haben. Die Frage habe ich auch im Olaf und im Andi schon vor ein paar Tagen gestellt. Wenn du aufnimmst, also einsingst... Waren die auch hier, oder was? Die waren auch hier, ja. Okay, alles klar. Also wenn du einsingst, trinkst du zwischendurch auch mal ein Bierchen oder ein Apfelwein? Du bist ja Apfelweintrinker oder Apfelwein. Oder bist du komplett sober, nüchtern, weil es besser ist? Wir haben hier so ein Ritual. Während ich den letzten, allerletzten Song von der Platte einsinge,
Trinkst du Kiste das Bier? Wird das erste alkoholische Getränk aufgemacht. Ah, okay. Also bist du richtig eisern? Ich bin sehr eisern, ja. Gut. Das finde ich klasse. Letzte Frage. Girl Called Cerveza war ja überraschenderweise für uns, fürs Label, für viele Fans, für die Presse auf Platz 32 in den Charts. Man wusste gar nicht, wie einem geschah. Das hat die Hoffnung fürs neue Album natürlich nach oben katapultiert. Gibt es da irgend so eine Zahl, die du... Ich glaube, Olaf hat 31 gesagt, Andi weiß ich nicht mehr genau, aber hast du irgendeinen Tipp? A Girl Called Cerveza kam im 30. Bandjahr von Tankard raus, also da hätte es eigentlich Platz 30 werden müssen und dieses Jahr im 32. Jahr eigentlich Platz 32. Deswegen tippe ich mal, dass wir genau dort wieder landen. Viel lieber wäre es mir natürlich 54 Wochen lang auf Platz 54. Aber gut. Also 54 Wochen, das Jahr hat 52. Ach, 52, Entschuldigung. Okay. Bei mir hat es ja einmal zwei Wochen mehr. Ja, weil du langsam lebst. 52, stimmt, genau. Okay. Also 52 Wochen auf Platz 52. Nein, ich sag einfach mal, falls wir mit der Platte wieder in die Charts kommen sollten, wäre das für mich persönlich schon ein Riesenerfolg. Und wenn wir so falls? Du kaufst doch alleine wieder 500 selber von deinem eigenen Geld. Jetzt verrat doch nicht immer alles. Wie beim letzten Mal. Ja. Also ich habe mir denen muss ich immer noch 450 loskriegen. Also super, dann danke ich dir vielmals, Gerre, und dann hoffe ich, dass du hier die nächsten Tage auch ohne Alkohol noch ein paar vernünftige Vocals einsingen. Ja, das kriegen wir schon hin, und wenn nicht, dann nicht. Muss ich mir halt doch mal irgendwie was aus dem Kühlschrank holen. Okay, danke. Tschüss. We burn, burn like fire, until we go mad. We thrash, thrashing higher. Not one day.